Willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Beim letzten Mal haben wir hier diese drei Schwerter gesammelt, um hier hochzukommen. Und ich weiß jetzt auch schon gar nicht, was wir hier alles tun können. Aber wir werden es sicherlich herausfinden. Also zuerst ist mir hier schon aufgefallen, hier eine Bombe. Ich merke gerade, das ist hier ein Raum, in dem waren wir schon. Warum werden die hier geportet? Achso, hier ist eine extra Tür aufgegangen. Oh, Kacke. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, liebe YouTuber. Das sieht gar nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ne? Aber das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, gleich kommt hier so ein Möchtegern-Boss oder sowas. Treppen hochsteigen. Bin ich überkeilt? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Oh oh, da ist ein großer Totenkopf auf der Karte. Oh oh. Der hat die Reiter zu gewöhnlichen Attentätern degradiert. Deine Loyalität gekauft. Wenn du kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Ja. Oh. Das gefällt mir jetzt mal nicht. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ein gutes Ende für dich, Reiter. Die sind auf jeden Fall inaktive Bomben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass du Frau Hoch und Mächtig mal wieder auf den Boden der Tatsachen holst. Hey, kontaktiere mich nicht mehr. Muss wahrscheinlich diese Bomben da. Nee. Wie hat sich das denn jetzt geöffnet? Ich hab doch nur. Hey! Ich mach doch nur die Sprint-Taste. Okay, ich weiß nicht, warum das jetzt passiert. Nein, das übernehmen. Ich muss vermutlich mit dem Fackeln dann hier nicht so. Definitiv nicht so. Ey, gib die Bombe. Oh, was ist denn das? Wieso? Oh, die Bombe hat sich aktiviert. Kleinen Moment mal. Ich muss mal eben gucken, warum das mit der Tastatur nicht so ganz funktioniert. Also, kleinen Moment, ja. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe da mal eben so ein kleines Programm geschlossen. Eventuell liegt das damit zusammen, warum vorhin da so. Jetzt funktioniert das nämlich auch mit dem normalen Sprinten. Ja, wir wissen inzwischen, dass der Tiamat heißt. Inzwischen bin ich voll geheilt. Gut, die Boss-Taktik ist, denke ich mal, Bomben draufwerfen, irgendwie entzünden und freuen. Ist er nochmal? Ja, jetzt funktioniert es einmal frei. Hey. Lass mich doch hier eine Bombe aufnehmen. Ey, was soll denn das? Das ist so egoistisch. Nee, oh, jetzt ist er weggelaufen.
Schon wieder. Stehen so. Und jetzt. Die hier. Jetzt Bombe aktivieren. Wo ist die Bombe? Die Bombe ist weg. Ist nicht mehr auf den Körper drauf. Da. Oh. Okay, das war einmal. Jetzt kann ich draufhauen. Gut zu wissen. Das muss man jetzt wahrscheinlich 300.000 Mal machen. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Ist da jetzt die Bombe drauf? Hey. Das hat wehgetan. Ja. Dann bin ich weg. So, jetzt hat seine Bombe in der Fresse. Getroffen habe ich sie. Aufhauen. Aua. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Oh, die ist am Boden. Aua. Das tut ganz schön weh. Okay, also Prinzip habe ich inzwischen verstanden. Müssen wir es nur noch in die Tat umsetzen. Das ist ein bisschen doof, dass ich so wenig aushalte. Also muss man wahrscheinlich einfach nur so extrem viel ausweichen. Das ist ja mein großes Problem. Ich bin ein Movement-Krippel. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Nein, das war daneben. Das war die Wand. Das war auch die Wand. Na, ah, Treffer. Weg hier, weg. Und auf. So, das wird das. So, nochmal. Sie hat die Bombe tatsächlich am Schwanz. Okay, neue Bombe. Ins Visier nehmen, anwerfen. Jetzt hier ins eine rein. Das ist das andere. Da muss noch mehr. Ich will mich nicht treffen lassen. Das war ein Fail. Muss ich da schon wieder eine Bombe drauf werfen? Und hier ist auch nirgendwo was zum Heilen.
Was soll ich denn da so verdienen? Das wird jetzt schon wieder nichts, ne? Also ich muss mich hier schon wieder sterben lassen. Ich weiß, es wird nichts. Und jetzt weiche ich den Dingern aus, ohne groß was zu machen. Toll. Ganz toll. Los, mach. Oh, das reicht natürlich. Ich hau dich. Oh, jetzt. Oh, jetzt hat sie die Bombe explodiert. Ich glaube, es hat. Da will man sterben und dann sowas. So. Und nun in ordentlich. Die ist ganz schön nervig, diese Dose. Das sind kein gutes Ende für dich, Reiter. Ich hoffe, da ist jetzt das Ding drauf. Ja. Werfen und weg. Und ich habe sogar getroffen. Wow. Wow, 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 wow. Und jetzt noch weiterhin so gut. Weg. Zehn getroffen reicht. Komm her. Das sind kein gutes Ende für dich, Reiter. Und. Ja, komm her. Daneben, das Verband. Aber oh. Stehen. Sehr schön. Und werfen. Und nochmal am Boden bitte. Mal runter hier. Das ist was Maul. Weg. Ich hab die Bombe zerstört, wenn die draufhauen. Weg. Hey, du triffst mich gar nicht. Nee. Weg. Oder vielleicht einfach mit der Dings draufwerfen, genau. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ist vielleicht besser. Vielleicht ist es wirklich besser, sie einfach so zu bekämpfen. Ich weiß zwar nicht, ob wir hier so Schaden machen, ne? Aber vielleicht ist es wirklich so gut. Noch sieht das Ganze für mich ja ganz gut aus. Ich weiß noch nicht, wie lange das so bleibt. Wow. Geh weg. Das war nicht gut. Ich bin einer der Auserwählten. Ich hätte B drücken müssen. Ich hab's nicht geschafft. Ah, vielleicht gleich. Na los, mach sie fertig. Hau ihr aufs Maul. Geh weg. Weg. Und jetzt noch mal hier schlitzen. Weg. Los. Machst du fertig. B drücken. Und draufhauen. Genau. Das Ganze jetzt noch ein bisschen. Hat sie noch nicht genug? Los, komm her. Komm her! Okay, geh weg.
fick dich. Ich hau dir sowas von aus dem Maul. So in etwa. Nochmal. Ich hab hier so einen schönen Wurfstern. Komm her. Komm. Maul hauen. Aufhauen. Ansturm. Okay, ich sollte vielleicht auch wegziehen. Ich dachte, ihr könnt ein bisschen das Maul hauen, aber nee, das nicht. Lieber noch ein bisschen das Maul. Sicher, sicher. Okay, ja. Stern. Zu kurz. Wie muss ich das denn machen? Dass ich auch keine Lebensanzeichen für diese Viecher habe. Manchmal wäre das ja schon ganz praktisch, auch wenn es ein Hacking Slay ist. Wurfsternattacke, yeah! Geht's down? Geht's hier down? Noch nicht. Aua. Max B. Das muss es aber langsam mal gewesen sein, ey. Kann man doch nicht auf Dauer aushalten, das tut doch weh. Wo sind eigentlich die anderen Reiter? Gut. Stirb endlich, du dämliche Ziege. Hier. Muss ich mit der wirklich noch irgendwas anderes machen? Ich bezweifle es eigentlich. Aber es ist natürlich auch möglich. Zum Herangehen sollte ich auch nicht, sonst kriege ich was aus dem Maul. Das muss ja nicht sein. Stürmt an. Ich stürme zu ihr. Die Gerüchen so draufhauen kann. Und geh weg. Das ist ein wirklich langer Kampf. Und ich mach einfach nur irgendwas falsch. Da steht hier irgendwo in den Rändern noch irgendwas rum, was ich wissen sollte. Ich kann mir mal kurz die Ränder hier angucken. Steht nur das Feuer. Vielleicht bei ihr irgendwas amüsieren. Nee. Das ist es nicht. Vielleicht, wenn sie mich ansprintet, wegsprinten, dass sie mich nicht erwischt, sondern gegen die Mauer quasi fliegt. Gucken wir mal, sie sprintet. Okay. Ich kann dem gar nicht ausweichen, glaube ich.
Und es ist endlich geschafft. Gott sei Dank. Reiß ihr bei lebendigem Leibe das Herz heraus. Ich will sie schreien hören. Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Dass Samael dieses Ding haben will, es trotzt vor Macht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Herz des Auserwählten. Samael benötigt diesen Gegenstand voll mächtiger magischer Energie, um den Zugang zum schwarzen Thron zu ermöglichen. Okay, und ein Lebensstein. Dieser magische Stein erhöht Kriegs maximale Gesundheit. Wuhu! Ja, da leuchtet was. Echt? Oh, da soll ich rein. Wer hätte es gedacht? Tragisch. Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Sprich Klartext, Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samael wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. Schlangenlöcher. Dieses uralte Netzwerk von Faden zieht sich durch die ganze Welt und darüber hinaus. Suchen Sie Vulgrim-Positionen auf, um darauf Zugriff zu bekommen. Ich hätte fast gedacht, dass sie dazu gut sind. Du hast Tiamat besiegt. Ja. Der Zerstörer wird gar nicht erfreut sein. Du brauchst Vulgrim mehr denn je, nicht wahr? Ja. Zwar habe ich hier Vulgrim Artefakte. Was Neues für dich. Der alte Vulgrim so. Hat etwas Neues für dich. Dann gucken wir mal. Jo, kaufen wir große Rage. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Ah, jetzt weiß ich, wozu das ist. Diese Dinger kann ich kaufen, um mir dann die sowas wie mein Heilzauber zu benutzen und sowas. Okay. Okay. Gut zu wissen. So, was haben wir denn dann hier noch? Nur Schwertangriffe haben wir. Ah, ja, die Kreise holen wir uns mal. Äußerst geschickt, mein Freund. Wohnangriff. Ja, den kommt jetzt auf. So weise, wie du noch mehr, den Wohnschneider.
Ja. Du verhandelst ja äußerst geschickt, mein Freund. Dup, 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 dup. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Das war's, denke ich mal. Das ist hier mit dem Ausschlag. Nee. Noch was? Nö, das war's erstmal. Gut. Dann benutze ich jetzt das Schlangenloch. Wie soll ich denn nicht so bestimmt hier zu Samael, ne? Ist das da? Ich glaube. Ja. Oh, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Das ist ja ein interessantes Etwas, wo ich hier bin. Aber warum ist das hier? Ich dachte, ich soll zu Samael. Oder ist das einfach nur so ein Weg, den ich gehen muss, um da zum anderen Teleporter hinzukommen? Wahrscheinlich. Ja, jetzt bin ich bei der Kreuzung. Das sieht nicht so verkehrt. Und von hier aus laufen wir einfach mal zusammen hin. Das ist ja nur so ein kleines Stück, soweit ich weiß. Wenn ich mich recht erinnere halt, ne? Hallo ihr Zombies. So, das war jetzt gerade mal die Kreissäge. So, wo, irgendwo hier war doch was zum Umklettern da. Hoch. Bin ja voll geheilt und sowas. So, super. Hin. So, das ist doch richtig hier. Hier sind wir doch vollkommen richtig. Ja, da hinten ist hier das, wo wir gegen den einen General da gekämpft haben. Doom-General oder wie der hieß. Und hier treffen wir auch wieder auf Samael. Er ist auch schon links. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie gelitten hat? Nicht annähernd genug. Wundervoll. Der zweite Wächter, die Quälerin, nutzt die Tunnel unter diesem Ort. Aber zuerst stößt man auf ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Ultar, einer der Alten. Davon hast du vorher nichts gesagt. Änderst du bereits das Abkommen, Samael? Sei still, Abschaum! Ich mach mein Geschäft mit dem Reiter. Ultan ist kein Verbündeter des Zerstörers. Aber du wirst die Quälerin nicht finden, ohne dich dem Schwarzen Hammer zu stellen. Und das erfordert Kraft, die du nicht hast. Ha, noch nicht. Was zur Hölle glaubst du, was du da machst, Samael? Sag ihm, Beobachter, wie du die wahre Macht des Reiters unterdrückst, um ihn an der Leine des Rates zu halten. Krieg, vernichte diesen Parasiten. Schaut mich nur böse an, dann wird der Rat euch vernichten, euch beide. Ich werde beschützt. Hier jedoch nicht. Du bist Krieg. Reiter des Roten Rosses. Keine Marionette an den Fäden dieser armseligen Kreatur. Krieg, ich werde dich leiden lassen. Konzentriere deinen Zorn. Große Erregung erfasst dich und brennt darauf, auszubrechen. Du musst sie freilassen oder du bleibst eine Marionette. Thank you.
geboren. Was war das? Der Reiter ist gebrochen, aber es steckt noch viel Macht in ihm. Einen Moment lang sah ich einen, der sich allein gegen die Armee des Zerstörers stellen könnte. Wieso kam jetzt keine Zwischensequenz? Das verstehe ich nicht. Ja, also ich kann jetzt auf jeden Fall mal Chaosgestalt wieder machen. Aber ich hätte gern die Zwischensequenz gesehen. Wenn ich es hinkriege, dann versuche ich die da auf jeden Fall noch mit einzubauen, indem ich mir die von YouTube oder so runterlade. Ich verstehe jetzt nicht, warum er die nicht angezeigt hat. Also hat er angefangen, die zu machen. Ich glaube auch bei der Tiamat da, der Tiamat, war bestimmt auch noch eine Zwischensequenz. Und ja, also ich google das auf jeden Fall. Also ihr werdet wahrscheinlich die fertige Fassung dann sehen. Und jo, ich schneide das da einfach mal mit rein. Und an dieser Stelle mache ich dann einfach mal den Part Schluss und sage bis zum nächsten Mal. Und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß.